Ja, liebe verehrte Gäste, es ist ja eine wirklich Anforderungen stellende Zeit gegenwärtig. Wir stürzen von einem Elend ins nächste und es macht den Anschein, als ob diese michaelische Charakteristik der Zeitlage, dass die sich erst jetzt wirklich ganz zur Geltung bringt. Das sagt ja auch Rudolf Steiner. Der Materialismus, in dem wir leben schon lange, hat mit sich gebracht auch dieses, dass die Menschen gar nicht wirklich richtig bemerken, in welchem Zeitgeist sie drinstecken, bis es einem ganz hautnah wird. Und dieser Ernst der Zeitlage, der erwartet ja eigentlich, dass wir jetzt einen wirklichen Ruck vollziehen können. Das ist ja auch der Grund, warum ich umherreise. Nicht, weil ich einfach gern viel rede, sondern weil es mir ein Anliegen ist, dass man möglichst vielen Menschen diese Grundlagen vermitteln kann, aus denen heraus wir arbeiten. Wir hatten heute Morgen an der Akademie in Dornach eine sehr schöne, tiefe Stunde über den Einstieg Rudolf Steiners in die Waldorfschule, den allerersten Kurstag der allgemeinen Menschenkunde als Bildung für die Waldorflehrerinnen und Lehrer dort. In ganz kleinem Kreis und fast ein Zirkel. Aber was er dort ausführt, das ist doch sehr bewegend und kann uns an diese Frage herantragen der Menschenwürde. Als wir das formuliert hatten, war die Zeit noch gar nicht so scharf, wie sie jetzt ist. Was die Menschenwürde bedeutet, das ist in allen Zeitaltern etwas anderes. Und wir sind erst dabei heute, sagen wir, die moderne, die jetzt nötige Form der Menschenwürde zu definieren, herauszuspüren. Früher, sagen wir in der Antike, da war Menschenwürde einfach die Tatsache, dass man alt genug geworden ist und Verdienste hatte im Gemeinwesen. Das hat sich ganz von außen definiert. Du warst Senator oder du warst Richter oder du warst meinetwegen Kämpfer im Krieg und die Würde war, weil du Verdienste hattest im Gemeinwesen. Aber das hat sich längst nicht auf alle Menschen bezogen. Da wären wir zum Teil durch die Maschen gefallen, weil wir nicht Verdienste gehabt hätten im Staatswesen und im Kriegsdienst und in der Gerichtsbarkeit. Später Cicero, der große Römer, der spricht schon davon, dass ein Mensch in Amt und Würden sein kann. Der verbindet schon bereits den inneren Ernst des Menschen mit der Verantwortung, die er nach außen trägt und sagt dann, und du stehst da in Amt und Würden. Auch das würde für uns heute nicht genügen können, weil nicht jeder von uns ein Amt hat und mancher auch ohne Amt würdig ist. Eigentlich ist dann erst in der Renaissance, ab 15. Jahrhundert, ist da etwas Neues dazugekommen. Und just das hat Rudolf Steiner erwähnt bei dem Gründungsakt für die Waldorfschule. Er sagt, eigentlich ist es ein Wendepunkt, der seit dem 15. Jahrhundert da ist, aber die meisten Menschen haben das noch gar nicht begriffen. Wie anders wir jetzt sind, wie anders dein und mein Ich jetzt ist, als vor 400-500 Jahren. Und wie wir anders im gesamten sozialen Verantwortungsgeschiebe drinnen stehen. Jetzt erst, nach 400-500 Jahren, kommt das so richtig zum Vorschein. Es hat eine berühmte Rede gegeben im Höhepunkt der Renaissance. Diese Rede hatte Pico della Mirandola gehalten. Das ist eine berühmte Rede. Allein schon deswegen, weil sie nie gehalten wurde.
Vorträge, die nie gehalten werden, das ist das Schöne bei deinen Absagen, die sind manchmal viel langlebiger als Vorträge, die dann wirklich gehalten werden. Und diese Rede von Mirandola, das war ein junger Italiener, Aristokrat, der beschäftigte sich mit dem ganzen Bildungskodex seiner Zeit. Und der war auf der Suche, worin denn eigentlich die Würde des Einzelnen besteht, unabhängig von Amt und Würden und Verdienst. Und in dieser Rede kommt er dann darauf zu sagen, diese Würde des Einzelnen, die ergibt sich aus der Tatsache, dass der einzelne Mensch unterwegs ist und dass er im Hintergrund große Mysterienzusammenhänge hat, die er oft gar nicht durchschaut. Und sie führen alle hin zu Christus. Sie führen alle hin zu Christus. Der Mann hatte 1480 eine Rede gehalten und gesagt, spielt gar keine Rolle, ob man Platoniker sei oder Aristoteliker, ob man Sophistiker sei, ob man Pythagoreer sei. Das sind alles vorchristliche Schulungen. Denn das Entscheidende, alle diese alten Kulte laufen auf die Würde zu, dass dem Menschen aufgegeben ist, die Gottessohnschaft zu erwerben. Dass etwas übersinnlich, Geistiges im Menschen ist und dass in diesem seine Würde liegt. Denken Sie bloß nicht, liebe Anwesende, das sei ja selbstverständlich. Mit einem Blick ins Weltgeschehen und mit einem Blick in die allernächste Umgebung auch, mit Schändungen, mit falscher Behandlung, mit Vergewaltigungen, mit allen möglichen von misslichen Vorfällen, wird Ihnen deutlich, dieses ist noch längst nicht überall angekommen und Lebenspraxis, dass der Mensch berufen sei zu einer Gotteskindschaft, dass in jedem Menschen ein unzerstörbar Göttliches liegt. In der jüngeren Zeit, Kant, Immanuel Kant, der hat die Würde des Menschen sogar bis ins Wirtschaftliche weitergedacht. Der war nun eben ein sehr moderner Denker. Und Kant hatte den Gedanken gedacht, dass jede Leistung, jede Arbeit einen Preis und eine Würde hat. Und das ist neu. Das ist nicht selbstverständlich. Auch heute nicht. Manch einer denkt, wenn ich dich bezahlt habe für deine Arbeit, die du geleistet hast, hast du auch deine Würde damit ab und brauchst von mir nicht mehr zu erwarten. Das ist aber unwürdig. Menschen unwürdig. Hier taucht bei Kant zum ersten Mal in diesem Satz, alles hat in der Welt seinen Preis und seine Würde. Und wenn du ihm den Preis nicht zustehst, verliert es auch seine Würde. Das ist wahrscheinlich das stärkste Argument gegen die Billigpreisprodukte, die unsere Märkte überschwemmen. Es ist eigentlich unwürdig, sie zu erwerben. Da stoßen sie auf ein Modus unserer Zeit. Nehmen Sie einmal das eigentümliche Phänomen der Kleidersammlungen. Da gibt es viele Menschen, die kaufen Ramschkleider für wenig Geld, weil Abverkauf ist und weil es nicht viel kostet. Da schleppen sie Zeug nach Hause, das sie nie brauchen, aber sie haben viel Geld gespart dabei. Dann kleiden sie sich aber auch nie ein damit und dann wird es am Ende wird es irgendwo hingegeben, eine Kleidersammlung. Da wir viel zu viel Kleider haben, und viel zu billige, schäbige Kleider, die ihren Wert nicht wert sind. Zieht man sie auch nicht gern an. Ich habe kürzlich eine Studie gesehen, eine Fernsehsendung gesehen über Ghana, Afrika. Haben Sie das auch gesehen? Da kommen 15 Millionen Tonnen Kleider jedes Jahr an, die aus europäischen Kleidersammlungen. Dann sagen wir, schicken das den Schwarzen, den Farbigen, wir schicken das denen, die können das sicher gut brauchen. In der Vorstellung, die hätten alle zu wenig Kleider. Dabei haben sie wunderbar farbige Kleider.
Und dabei haben sie wunderbar aus Baumwolle gemacht. Kleider, die der Hitze und dem Wind gut standhalten und dem Schwitzen und dem Frieren, nicht wahr? Da kriegen sie also von uns Westeuropäern, kriegen sie diese Kleidersammlungen und die stapeln sich jetzt am Meeresufer. 15 Millionen Tonnen, das ist nicht wenig. 15 Millionen Tonnen, das ist nicht wenig. Und da die gar nicht wissen, was sie damit machen sollen, schippen sie es ins Meer. Das ist die Verrücktheit. Da sehen Sie aber, wie recht Kant hatte, wenn die Dinge, die wir herstellen, keinen Preis haben, haben sie auch keine Würde. Und das setzt sich dann fort und wird am Ende Verseuchung. Das ist ganz interessant. Das ist kein CO2-Abdruck, aber das ist Verhalten des Menschen, dass nachher die Meere und die Fischvorkommen dort erstickt. Und der das tut, hat noch das Gefühl, ich habe was für die Armen getan in Afrika. Das ist dieser Illusionismus, dieses luziferische Illusionstheater mancher westlicher Menschen, die einfach etwas von ihrem Brosamen abfallen lassen an die Tische der dritten Welt, glauben, sie hätten was Gutes getan. Sie haben aber das Ungute, das sie mit dem Ankauf schon getan haben, noch potenziert, indem sie es jetzt einer anderen Kultur aufhalsen, die es wieder ins Meer kippt und dort weiß keiner der Fische, was er damit anfangen soll. Das ist interessant. Das macht heute Wirtschaftsgeschichte interessant. Nicht wahr? Und Sie sollten immer überlegen, bevor Sie billig einkaufen, ob es das wirklich wert ist, das wenige Geld für Ramsch auch noch auszugeben. Das ist eine in unserer Zeit aufgekommene Vorstellung. Man müsse die Sachen horten, wann sie billig sind, aber sie haben keine Würde. Zurück zu unserem Thema. Sie sind ja nicht gekommen, über Altkleidersammlungen jetzt hier zu sprechen. Aber zurück zu unserem Thema. Alles hat seinen Preis und alles hat seine Würde. Goethe, der hatte das als Kaufmannssohn in Frankfurt auf eine ganz herrliche Weise einmal exemplifiziert. Er kam in die höheren Jahre, dann plante er eine Gesamtausgabe. Und er hatte vor, mit dem Honorar, das er für diese Gesamtausgabe bekommen soll, sein Haus von allen Schulden zu befreien und die nächsten zwei Generationen seiner Familie sicherzustellen. Also das sollte ein sehr würdiges Honorar werden. Für die Gesamtausgabe letzter Hand. Was hat Goethe gemacht? Er hatte keine Lust, mit seinen Forderungen den Verleger Cotta in Druck zu bringen, unter Druck zu setzen. Dann hat er Böttiger engagiert, einen Freund in Weimar, und hat dem einen Umschlag gegeben. Und hat gesagt, diesen Umschlag hier, der enthält meine Vorstellungen des Preises für die Gesamtausgabe letzter Hand. Sie können das dem Cotta bringen. Und dann kann er es zurückgeben, wenn er nicht drauf eingehen will, kann er es einfach zurückgeben, braucht dann das Gesicht nicht zu verlieren. Und ich auch nicht. Wenn er mehr geben wollte, als da drin steht, braucht er das nicht. Ich bin zufrieden mit dem, was da steht. Das war sehr geschickt ausgedacht, nicht wahr? Und mit diesem hatte Goethe einen ganz merkurialen Akt der Würde vollzogen. Er hatte seine Forderung formuliert, aber hat sie nicht unmittelbar den Geschäftspartner vors Gesicht gestellt, und der andere konnte in aller Ruhe sich überlegen, was ist mir eigentlich diese Ausgabe wert, und es dann vergleichen mit Goethes Summe, die horrend war. Es hatte überhaupt noch nie ein auf diesem Planeten inkarnierter Schriftsteller ein solches Honorar bekommen. Aber er hat es bekommen. Und Cotta war auf lange Jahre auf Sparflamme gesetzt. Aber die Ausgabe ist zustande gekommen. Und keiner hat das Persönliche vor die Sache schieben müssen. Keiner hat sagen müssen, das ist mir zu viel, oder keiner hat gesagt, ich will das, sondern eine Abschätzung, was ist in Würde uns dieses Geschäft wert. Verstehen Sie? Dafür hatte Goethe ein ganz feines Gespür.
In der Zeit der Aufklärung und der Französischen Revolution fing ja dann an, die Würde den Aspekt zu bekommen des Menschenrechts. Und dann hat man die Würde weniger geschäftlich und auch nicht mehr religiös, aber man hat die Würde definiert durch den sozialen Status. Gesagt, es ist nicht würdig, wenn einer durch höhere Geburt höhere Rechte hat als andere, die die Verdienste der höheren Geburt nicht hatten. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist ein neuer Gedanke gewesen. Auch hier hatte Goethe eine andere Anschauung. Er sprach von angeborenen Verdiensten, was auch immer das heißt. Wir sind eigentlich der Meinung, Verdienste haben sie sich erworben, sonst wären es keine Verdienste. Oder sie sind angeboren, dann haben sie sich aber nicht erworben. Aber da Goethe sehr anthroposophisch dachte, dachte er nie entweder oder. Und sagte, ja, warum gibt es denn nicht angeborene Verdienste? Dafür plädiere ich. Denn nicht jeder hat die Eigenheit, dass ihm die Verdienste, die er sich erwirbt im Leben, von Anfang an mitgegeben sind. Die Sache hat er formuliert aus Anlass einer Bemerkung eines Besuchers aus Frankreich, Sulpice Boisseret, der gesagt hätte, man wüsste doch gern, was sie geworden wären, wenn sie in England zur Welt gekommen wären und nicht in Frankfurt und nicht in Weimar. Vielleicht wären sie dann Bischof geworden dort. Tja. Und dann hat Goethe geantwortet, ja, meinen Sie, ich hätte die Dummheit begangen, da mich in die falschen Verhältnisse hinein zu inkarnieren. Das hätte ich gar nicht. Und dann sprach er dem von den angeborenen Verdiensten. Man steht eben da, wo man hingehört. Und ich wäre nie auf die Sottise gekommen, in England auf die Welt zu kommen. Das war Goethes souveräne Antwort. Er hatte natürlich gut würdig sprechen, weil seine Verdienste lagen offen zutage. Lange Zeit war es dann so, bis in die neueste Zeit hinein, dass man quasi Deklarationen für die Menschenwürde formulierte, zum Beispiel nach den Verbrechen des letzten nationalsozialistischen Aufkommens im 20. Jahrhundert. Dann hat man definiert UNO-Abkommen und Menschenrechtsdeklarationen, dass jeder Mensch eine eigene Würde hat und dass er das Recht hat, diese Würde zu leben, in geistiger Freiheit und so weiter und so weiter. Wie diese schönen Deklarationen dann jeweils heißen. Sie sind nun mal in der Welt, aber das ist auch alles. Die Welt ist noch nicht bei Ihnen angekommen. Es gibt Millionen von Menschen, die unter ihrer Würde leben. Und es gibt Millionen von Menschen, Kindern, die unter ihrer Würde lernen und Millionen, die unter ihrer Würde arbeiten und leben. Und da wird nun deutlich, und jetzt kehren wir zurück zu diesem Auftakt, den damals Rudolf Steiner gemacht hat bei der Inaugurierung der Waldorfschule mit seiner Lehrerschaft. Erschrecken Sie nicht, es tönt auf den ersten Anhieb etwas sehr pathetisch. Er sagte, es ist für mich, diese Begründung der Pädagogik, das ist für mich ein festes Akt in der Weltenordnung. Gegner der Anthroposophie zitieren das gern, um dann sagen zu können, da sieht man, wie hochgestapelt diese Anthroposophen immer denken. Es reicht denen nicht einfach, ein Schulmodell zu entwickeln. Sie sagen gleich, es ist ein festes Akt in der Weltenordnung. Geht man dann aber in den nächsten Zeilen auf den Hintergrund dieser Bemerkung ein, dann merken Sie, Steiner war der Meinung zum ersten Mal, das ist ein Wendepunkt in der Geschichte, wird eine Schulbildung, eine Kinderbildung und eine Lehrerbildung inauguriert, die nicht abzielt auf das, wozu man sie dann braucht. Zu allen Zeiten hat man die Erziehung so eingerichtet, dass sie quasi produktbezogen war
Und das ist eine Entwicklung, die heute sehr, sehr fortgeschritten ist. Dass zum Beispiel in Leverkusen, wo große Chemiefabriken stehen, die Schulen von diesen Fabriken indirekt finanziert werden, zum Beispiel dadurch, dass sie Software für den digitalen Unterricht zur Verfügung stellen, dann aber natürlich im Gegenzug erwarten, dass die Leute, die aus diesen Schulen kommen, sehr adapt sind zu ihren chemischen Betrieben. Ich nehme immer extra Bayer und Leverkusen, weil mir die Verhältnisse in Basel noch zu abstrus vorkommen. Wir haben ja noch viel mehr Chemie als in Leverkusen. Und da geht es genau gleich. Da geht es bis hinauf in die Masterlehrgänge der Universität, wo ganz sichtbar ist, wer finanziert, der bestimmt auch die Lehrplaninhalte. Und wer die Lehrplaninhalte bestimmt, der erwartet einen bestimmten Output. Verstehen Sie? Das ist ja nicht schlecht, wenn Großindustrien Schulen finanzieren. Man muss nur sich fragen, aus welchen Beweggründen machen sie das? Und die machen es nicht aus Gründen der Menschenwürde. Und ein festes Akt in der Weltenordnung, sagt er dort an diesem Augustmorgen bei der Inaugurierung der Menschenkundekurse, ist es deswegen, weil wir auf nichts anderes Rücksicht nehmen wollen, als auf die Befindlichkeit der Zeit. Und die ist dadurch charakterisiert, dass immer raffiniertere, immer perfidere Egoismen leben. Das ist heute auszusprechen ja fast Erfüllung einer Prophetie. Egoismen. Wem geht es schon um die Welt? Wem geht es schon um die Seele? Wem geht es schon um die innere Gesundheit eines ehemaligen Schulkinds? Es geht doch den meisten Menschen heute, erstens den Egoismen der Eltern geht es darum, dass die Kinder Wellness haben, dass sie einfach keinen Stress in der Schule bekommen. Das ist mal eines. Dann geht es vielen anderen darum, dass sie sagen, ja, das ist doch schön, dann können sie ein bisschen fantasievoll malen und hören schöne Geschichten und so. Macht ja nichts. Aber das ist versteckter Egoismus. Das ist eigentlich eine Bequemlichkeit. Ein festes Akt in der Weltenordnung bezeichnet Rudolf Steiner die Tatsache, diesen Versuch, den wir hier machen, der greift ganz hoch in der geistigen Natur des Kindes. Und wir wollen nicht diesen Egoismus mitleben, dass wir nur immer sagen, wie wird er denn alt und wie stirbt er dann? Sondern wir schauen die andere Seite an. Die, die in den konfessionellen Prophetien nie vorkommen. Woher kommt denn der Junge? Was bringt er denn mit? Was hat er für ein vorgeburtliches Leben? Und das wollen wir versuchen, an die Welt heranzutragen. Stellen Sie sich vor, Sie wären dort Lehrerin oder Lehrer gewesen in diesem Gremium. Sie wären da zu einem ersten Lehrerkurs gekommen. Was hätten Sie denn erwartet? Sie hätten doch erwartet, dass der jetzt Blätter verteilt. Was macht man in der ersten Schulklasse? Was macht man in der zweiten? Wie sieht der Lehrplan aus? Die haben doch nicht erwartet, dass der Ihnen jetzt erklärt, dass man das vorgeburtliche Leben des Kindes aufnimmt in der Schule. Und dann sagt er gleich, und überschätzen Sie Ihre Arbeit nicht. Im Moment, wo Sie die Kinder in die Schule bekommen, ist das meiste schon gelaufen, was man erziehen kann. Sie können nur noch Feinvorstellungen vornehmen. Das Kind hat schon 5, 6 Jahre zu Hause verbracht. Damit sind Dinge eingefahren und Dinge eingewöhnt, die Sie nur noch ausbaden und ein bisschen heilen können. Und da kommt eine ungeheure Würdigung der Mütter. Sagt, die Eltern, alles was diese vorgeburtliche Zeit ist, für die Kinder, sagt er, das ist ja eigentlich Elternsache. Das machen die Eltern, da haben wir Pädagogen gar nichts dazu zu sagen. Und mit Eltern, sage ich, meine ich vor allem die Mütter. Denn die sind den Kindern die Nächsten. In ihnen wachsen sie heran. Und eigentlich brauchen sie nur den Müttern den Rat zu geben, geht
gut mit euch selber um, dann wird es auch für das Kind die beste Erziehung werden. Und den Vätern sagt er nur, ihr müsst euch darum bemühen, dass die Mütter von euch ein gutes Bild haben. Wenigstens bis das Kind zur Welt kommt. Das überträgt sie dann aufs Kind. Das ist das Schönste, was der Vater dem Kind mitgeben kann. Das ist lustig. Wenigstens bis das Kind zur Welt kommt. Das dürfen sie nur nicht umkehren. Er hat nicht gesagt, nachher müssen sie sich nicht mehr bemühen, dass die Mutter ein gutes Bild von ihnen hat. Sondern er hat gesagt, sie müssen sich bemühen, bis das Kind zur Welt ist, dass die Mutter mit Vertrauen den Vater an der Seite spürt. Ein wunderbarer Gedanke. Ein großartiger Gedanke. Die Würde erwähnt er mit keinem Wort. Sie kommt da in diesem Kursus gar nicht vor. Aber es geht um sie vom ersten bis zum letzten. Und ich möchte Ihnen jetzt noch sagen, dass er da diesen jungen Leuten, diesen neuen Lehrkräften, dieser Handvoll Zukunft da an diesem Kursus, dann hat er denen gesagt, es sind eigentlich zwei Dreiheiten. Es sind eigentlich zwei Dreiheiten, die da miteinander verbunden sind. Und das sind, er sagt, Geist, Seele oder Seelengeist dieser Kinder. Es ist auf jeden Fall nichts Körperliches, nichts Leibliches. Es ist nichts, was man sieht. Die bringen das mit, die bringen geistig gesehen ihre ganze geistige Vergangenheit. Und dann sagt er, Sie wissen ja, es gibt geistige Wesensglieder. Geistesmenschen bringen sie mit. Dann bringen sie mit den Lebensgeist und das Geist selbst. Das ist doch ziemlich erstaunlich. Die waren alle eingeführte Anthroposophen, diese Leute. Lehrer und Lehrerinnen waren sie nicht, aber sie waren Anthroposophen, das heißt, sie waren Übende. Übende Schülerinnen und Schüler der Geisteswissenschaft. Die wussten, Geist selbst, das ist verwandelte Astralität, verwandeltes Seelenleben. Die wussten, Lebensgeist, das ist verwandeltes Lebensprinzip des ätherischen Geistesmenschen, verwandelter physischer Körper. Aber wie soll ein Kind, das zur Welt kommt, das mitbringen? Es ist eben nicht sichtbar, es ist ein Seelengeist. Es ist aber das, was du mitbringst und was dir an der Wiege gesungen ist, was du dann einfach in dir hast. Und das müssen sie halt zusammendenken, das verbindet sich dann mit dem, was die Seelenglieder sind, des Kindes selber, die Bewusstseinsseele, sagt er, die Bewusstseinsseele eines Babys, die Verstandesseele des Neugeborenen und die Empfindungsseele. Das heißt, das ganze keimhafte, noch nicht entfaltete Seelenleben, das also verbindest du, und das nennt er Geistseele. Oder Seelengeist. Und dann sagt eine Stimme im Raum, ja, aber wie soll denn ein Kind die haben? Wie soll denn ein Kind die haben? Und sage ich, da fängt es jetzt eben an. Weil für diesen Akt der Pädagogik ein Kind kein unbeschriebenes Blatt ist. Es bringt alles mit, was es unterscheidet von allen anderen. Es ist eben nicht ein unbeschriebenes Blatt, das du jetzt anfängst, erzieherisch zu beschreiben. Es bringt alles schon mit. Du musst nur dafür sorgen, dass das Blatt nicht vergilbt oder dass es nicht zerstäubt oder zerknüllt. Du musst einfach dafür sorgen, dass das, was das Kind da mitbringt, intakt bleibt. Da fängt die Würde an. Und dann kommt natürlich die andere Stimme, die muss kommen. Die sagen, ja, aber wo ist denn die Genetik? Die Kinder sind doch von ihren Eltern gezeugte Kinder. Und die haben ja daher alle meine Fehler und meine Qualitäten und vor allem die Fehler meiner Frau. Und das haben die alles mitbekommen, ich habe ihre Qualitäten noch dazu. Wo ist denn das? Wo ist denn das Genetische? Und dann ist Rudolf Steiners Antwort darauf, sehen Sie, das ist jetzt Ihre Arbeit, das ist Ihr Beruf. Das ist ihre Arbeit. Sie müssen das, was eine eigene Genetik hat und sich selbst hervorgebracht, Seelengeist,
Geist, Seele des Kindes, das müssen Sie jetzt harmonisieren mit dem anderen. Da sagt er, da sind wieder zwei Dreiheiten. Da sind wieder zwei Dreiheiten, der physische Leib, dann ein Lebensleib, die ätherischen Kräfte und ein Seelchen, das da heranwächst. Das wächst jetzt heran, genetisch, physischer Leib, ätherischer Leib, eine Gabe der Eltern. Und da drin entwickelt sich jetzt ein Seelenleben. Und das alles muss landen in einer Welt, die mineralisch ist. Gesteine enthält, Salze, Kalke, die du in die Knochen einbaust, die du in der Ernährung aufnimmst. Das alles muss sich hereinorganisieren in eine pflanzliche Welt. Das ist eine Welt, die rhythmisch ist. Und rhythmisch ist der Schlaf. Rhythmisch ist der Schlaf. Und jede Pflanze geht zu, geht auf, geht zu, geht auf. Von Würde zu sprechen, solange sie schlecht schlafen, das ist völlig überflüssig. Bei den meisten Menschen sind die Verletzungen ihrer Menschenwürde ab dann sichtbar, wenn sie nicht mehr gut schlafen. Das ist heute epidemisch. Epidemisch. Und ganze Industrien leben davon, die Nerven zu beruhigen und die Hirne zu beruhigen und die Stoffwechselprozesse zu beruhigen, die Menschen in Schlaf zu bekommen. Davon leben die weitgehend, weil die Menschen das pflanzliche Landen nur ganz mühsam leisten oft. Und das Tierische. Sie haben Begierden, sie haben Triebe, natürlich. Und das neue Seelchen muss sich in diese weltliche Situation hineinfinden, was ganz ungewöhnlich ist. Vorher warst du ein Engel und jetzt musst du dich mit Mineralien beschäftigen. Kalk eingliedern in deine Knochen. Das müssen Engel nicht. Früher warst du ein Engel, jetzt musst du pflanzliche Prozesse eingliedern. Zum Beispiel regenerieren. Dass du, wenn du dich schneidest, den Schnitt regenerierst, und zwar über Nacht, nicht am Tag, während du schläfst. Machen Engel auch nicht, schon weil sie sich nicht schneiden. Und das Tierische, du setzt dieses Seelchen plötzlich Bedürfnissen aus. Es will trinken, es will essen, es will Menschen haben, es will gekost werden. Das muss man machen. Da hat man also ein genetisch empfangenes Wesen, das sich in diese Welt hineingliedern muss, zwei Dreiheiten. Stellen Sie sich vor, dass Sie alles das vergessen haben, im Moment, wo Sie geboren werden. Sie könnten ja vor lauter Sorgen und Angst überhaupt nicht in Ruhe auf die Welt kommen, wenn Sie sorgen müssen, dass das alles gut geht. Das ist das Urvertrauen zum Inkarnationsprozess, das natürlich jedes Menschenwesen braucht. Und dieses Urvertrauen zu schätzen, diesem gerecht zu werden, das ist das Maß der Menschenwürde heute. Nicht Amt und Würde, nicht Verdienst in der Gemeinschaft oder nicht allein, aber dieses Urvertrauen. Du hast dich eingelassen auf diese wüste Zeit, in diese Herde von Egoisten, in diese kriegsversessene und abverkauftrunkene Gesellschaft, dich zu inkarnieren, wie konntest du sowas riskieren? Und dann sage ich, ich habe das Vertrauen, dass es geht. Ich habe dieses Vertrauen. Und das Vertrauen wird oft genug auch nicht enttäuscht. Aber oft genug geschieht auch das Umgekehrte. Und das ist, womit wir in der Schweiz mehr Probleme haben als Sie hier in Österreich. Das ist die ungeheure Zahl der Jugendsuizide. Nicht wahr? Wenn dieses Zusammenfügen einfach nicht geht, dann ist es eine Frage der Menschenwürde, warum es nicht geht. Steiner sagt in dieser ersten Ansprache bei Beginn der Waldorfschulgründung, sagte, das ist Ihre Aufgabe. Es ist die Aufgabe der Erzieher und Ihre ist es auch. Sie müssen diese beiden harmonisieren, mehr müssen Sie nicht und möglichst nicht stören.
dass das, was vorgeburtlich kommt und nicht genetisch ist, was Autogenese ist, das müssen Sie harmonisch da hineinkommen lassen. Durch Bildekräfte, durch Fantasiebetätigung, durch geschicktes Arbeiten mit Bewegung und Ruhe, durch geschicktes Arbeiten mit Polarität, mit Heiterkeit und Ernst und im Bewusstsein, dass wie beim Heilen und Regenerieren die wichtigsten Prozesse Ihres Unterrichts über Nacht sich verwirklichen, nicht am Tag. Wie gut eine Sache war, weißt du immer erst am nächsten Morgen. Verstehen Sie? Man nimmt vieles zur Kenntnis am Abend. Konzerte, Musik, Dinners, Freunde, Gäste, Anthroposophen, natürlich jeden Abend auch noch einen Vortrag. Aber wie gut das war, wissen Sie erst am nächsten Morgen. Dann wachen Sie auf und Sie spüren, es hat sich in mir was gesetzt und jetzt habe ich ein bisschen mitbekommen, warum das ein Wendepunkt war, ein festes Akt für die Weltenordnung. Gar nicht eine Überschätzung, sondern einen völligen, heute würde man sagen, Paradigmenwechsel. Ein Paradigmenwechsel. Und dann ist es völlig wurscht, ob du ein geschickter Didaktiker bist oder nicht. Die geschicktesten Didaktiker können die unglücklichsten Kinder hervorbringen, nämlich wenn nichts ankommt von dem Geschick. Ich hatte einen Physiklehrer zum Beispiel, 6 Jahre lang im Gymnasium, nicht wahr? Der völlig hoffnungslos versucht hat, mir die Anfänge der Physik beizubringen. Aber die hat mich nicht interessiert. Ich habe heimlich unter dem Tisch Bruckner Biografie gelesen und andere verbotene Sachen. Und dann hat er mich immer ganz verzweifelt angeschaut und gesagt, an Ihnen, Schneider, kann man das 10. Gebot der Seligpreisungen studieren. Selig sind die Schlafenden, denn sie werden nicht so müde. Das hat er immer gesagt. Und da darf ich Ihnen sagen, es ist eines von den wenigen, was mir aus seinem Unterricht geblieben ist. Aber es war natürlich eine Respektfigur und wir waren alle respektvoll erschüttert über die Tatsache, dass der gute Mann vor 40 Jahren eine Dissertation geschrieben hat über die Verdampfungsgeschwindigkeit von Eis. Was das immer bedeute. Aber das hat immer wieder durchschimmern lassen. Ich habe meine Dissertation über die Verdampfungsgeschwindigkeit von Eis geschrieben. Und wir haben respektvoll genickt. Nicht wahr? Aber ansonsten, na eben, die Didaktik ist eine schöne Sache, wenn sie dieser Harmonisierung nicht im Wege steht. Aber eine viel schönere Sache ist, wenn ein Lehrer einen Einfall hat, der nicht aus der Didaktik kommt und der etwas da zum Blühen bringt, was du nie vergisst. Und ein Didaktiker ist eine wunderbare Sache, weil er weiß, die Schritte richtig zu setzen. Er muss aber immer wissen, dass ein Drittel der Klasse da nicht mitkommt und ein anderes Drittel sich langweilt. Und er trotz aller Didaktik immer nur mit dem Mittelfeld arbeitet. Und das ist eben das Problem, dass je besser meine Didaktik ist, desto schlechter ist die Wahrnehmung dessen, wohin sie fällt. Es ist nicht so, dass Rudolf Steiner die Didaktik verachtet hätte. Das hat er nicht. Er hat sie geschätzt. Und es zeigte sich dann in seinen Lehrplanvorträgen und in seinen Lehrerarbeiten, dass er alle die gängigen Schullehrmittel seiner Zeit studiert hat, um seinen Leuten sagen zu können, das könnt ihr nehmen und das lieber nicht und das etwas später. Das schon. Aber er hat nicht die Wertschätzung der erzieherischen Arbeit auf die Didaktik gelegt, sondern er hat die Wertschätzung darauf gelegt, was von meiner menschlichen Substanz weiterlebt im Kind. Ob dieser Mensch mir etwas mitgibt und ob dieser Mensch etwas so berührt in mir, dass ich Lust habe, in meinem Seelchen dieses geistige Wesen anzudocken. Da anzudocken. Wir hatten vor 3-4 Tagen eine Fortbildungstagung für die Ausbildner von Lehrern und Lehrerinnen. Und da war eine Ärztin da. Die hat erzählt, von Schreiben junger Frauen, die sich das Leben nehmen.
17, 18, 19-jährig. Und das war eine sehr bewegende Schilderung, weil davor versagt völlig unser übliches Denken. Sie denken immer, wenn einer sich das Leben nimmt, dann ist es ein Unfall in der Entwicklung. Und wo ein Unfall geschieht, ist jemand schuld. Und die hat gesagt, das muss man sich als erstes wegschieben. Es sind nicht unbedingt die Eltern schuld. Es haben manchmal die katastrophalsten Eltern ganz glückliche Kinder. Schon katastrophal, weil die gar keine Zeit haben, sich um sie zu kümmern. Und so wachsen die unbeschadet heran. Von allen pädagogischen Nuancierungen, nicht wahr? Und umgekehrt haben sie auch Verhältnisse, die sehr bürgerlich und bemüht sind, und dann sind zwei Kinder da drin und das eine bringt sich um und das andere macht Karriere. Hier geht es nicht einfach mit Schuld und Verdienst. Hier geht es um etwas Tieferes, und dieses Tiefere, das hat damals Rudolf Steiner im allerersten Satz schon formuliert. Gleich mit dem ersten Satz springt er diese Leute an, sagt: Seien Sie sich klar, was wir hier machen, ist keine intellektuell gemütliche, sondern im eminentesten Sinn eine moralisch-geistige Aufgabe. Da kann man lang schon darüber sprechen. Man könnte ein ganzes Seminar darüber machen. Was heißt das, intellektuell gemütlich? Wir haben auch darüber gesprochen heute Morgen mit den Studentinnen und den Studenten. Was heißt denn intellektuell gemütlich? Eine sagte: Ja, intellektuell ist, wenn du strukturierte Verhältnisse hast. Strukturiert. Das hat man in einer modernen Pädagogik, strukturierte Verhältnisse. Sie nehmen ein Mathematikcurriculum, die Eltern verlegen ihren Wohnsitz in eine andere Stadt und sie ziehen dahin, und da geht es einfach gleich weiter, weil man in der 17. Woche der 3. Klasse auf Seite 25 weiterfährt. Das ist strukturiert. Und gemütlich ist, wenn man zusammenkommt und sagt, wir wollen doch was Schönes zusammen, das ist ganz gemütlich. Das ist es nicht. Was wir versuchen, ist keine intellektuell gemütliche, sondern es ist eine moralisch-geistige, im eminentesten Sinn moralisch-geistige. Und das geht tiefer als Didaktik und Lehrplankenntnis. Wenn es moralisch-geistig ist, dann heißt es, du stehst da in der Verantwortung für etwas, was nicht nur strukturierbar ist. Und diese jungen Leute, die sich das Leben nehmen, die hinterlassen manchmal erschütternde Briefe. Eine junge Frau schreibt einfach: Ich mache niemandem einen Vorwurf. Und ich habe auch nicht gelitten zu Hause. Aber es hat mich ja niemand gefragt, ob ich überhaupt zur Welt kommen will. Dann will ich wenigstens selber entscheiden, ob ich aus der Welt herausgehe. Das ist ehrlich und hochbewusst wahr. Was hat denn hier gefehlt? Wenn das jetzt ein Fehler war oder wenn es ein Unfall war, dann kann man sagen, offenbar war diese Frau oder ist ein junger Mann in dieser Situation nicht genügend mit anderen verbunden. Eine ganz wichtige Erfahrung war auch der Auslöser für diese Tagung, weil man gesehen hat, dass während der letzten zwei Pandemiejahre das gehäuft noch vorgekommen ist, weil nur noch Didaktik übergeblieben ist beim Homeschooling und die Beziehungen völlig weggefallen. Und man dann erst bemerkt hat, dass Schule über die Hälfte Beziehung ist. Ich gehe dahin, weil ich die richtigen Leute treffe und nicht, weil mein Lehrer genial ist. Weil ich meine Freunde treffe, weil ich meine Freundinnen treffe. Fällt das weg, bleibt vom Schuling nicht mehr viel übrig. Und die sagen: Hat mich niemand gefragt, ob ich geboren werden will, da will ich wenigstens selbstständig sterben. Ich glaube nicht, dass wenn ich noch 50 Jahre lebe, dass das für mich oder die Welt wirklich etwas bewegt. Vielleicht ist so ein Mensch vor der geistigen Welt der Engel ehrlicher, wenn er in den Tod kommt, als manch einer, der sagt, wenn ich schon hier leben muss, mache ich für mich das Beste draus. Nachher sollen die anderen weitersehen.
Was ist ein hohes, ein zu würdigendes Bewusstsein, sowas? Trotzdem ist es natürlich nicht richtig. Es war niemand da, der so einem jungen Menschen gesagt hat, es gibt Entwicklung. Und du kannst jetzt nicht absehen, wohin du dich entwickelst die nächsten 40 Jahre. Und du kannst schon gar nicht absehen, was diese Entwicklung für andere bedeutet, die mit dir unterwegs sind. Vielleicht bist du zu sehr im Tunnelblick mit dir selbst. Aber das ist dieses, was Rudolf Steiner feststellt bei seiner Ansprache, Egoismen und Materialismus. Abgeschnürt nach oben und abgeschnürt in die Sozietät. Und aus dir herausleben, allein, das müssen sie, wenn sie ehrlich sind, sagen, hätte auch für mich keinen Sinn. Du bist für andere da. Und du willst mit anderen unterwegs sein. Und je älter du wirst, desto mehr lernst du auch, du bist nach oben verbunden. Du bist da nicht einfach hinuntergeworfen, wie ein Kieselstein in einen Bach. Und wirst irgendwo hingeschwemmt. Und du hast die Freiheit, deinen Weg mehr und mehr selber zu bestimmen. Das gehört mit zu den Intentionen, die damals Rudolf Steiner gehabt hat. Denn er war ganz tief überzeugt, das wird jetzt zwar hier mit ein paar Dutzend Kindern mal probiert und mit einem Dutzend Lehrkräften, dass das am Schluss Tausende sind von Institutionen über die Welt und Hunderttausende von Kindern und Zehntausende von Eltern und Lehrern, das hat er vermutlich auch nicht kommen sehen. Aber die Eröffnungsrede war so groß, dass alles drin Platz hatte. In der jüngsten Zeit hat Gerald Hüther, der großartige Akademiker und Neurobiologe, sich dieses Themas auch angenommen und hat auch gefragt, was ist denn Menschenwürde und was bedeutet Menschenwürde? Es ist sehr zu empfehlen, dass Sie das einmal lesen. Das ist großartig. Er geht natürlich, weil er Neurobiologe ist, geht Hüther ganz aus von den Bewusstseins- und Nervenprozessen. Was kriegst du mit von deinem Leben? Und wie bewältigst du Engpässe, Probleme? Er spricht also immer aus dem, auch wenn er die Würde beschreibt, beschreibt er, womit man im Gehirn sich die Menschenwürde erzieht und verankert. Aber es ist ganz bedeutend, was er schreibt. Er schreibt, im Unterschied zu den Tieren, die einfach zur Welt kommen, wenn ein Pferd, das zur Welt kommt, das fällt aus dem Mutterleib heraus und dann trabt es davon. Noch ein bisschen stachsig, aber es trabt. Es denkt nicht daran, 18 Jahre lang erzogen zu werden. Aber wenn ein Mensch zur Welt kommt, der trabt von allein überhaupt nicht. Unser Basler, der großartige Professor Portmann, der Dekan unserer Uni, vor 40 Jahren, der hat gesagt, der Mensch sei ein Wesen, das eben darauf angewiesen ist, dass es nicht allein sich entwickelt. Gerade so hat es Portmann gesagt. Er ist darauf angewiesen, dass er sich nicht allein entwickelt. Von Anfang an ist das Du die Bedingung, dass du andocken kannst an deinen Leib. Und dieses Andocken können, sehen Sie, das führt dazu, dass du dir erst erwerben musst, wie du dich bewegst. Keiner von uns, keine von den verehrten Anwesenden hat das in der gleichen Weise durchgemacht. Jeder von uns hat eine Art, das nennt er sehr schön, der Hüther, inneren Kompass. Einen inneren Kompass, woran du spürst, ob du da noch mitmachst oder nicht. Manchmal merkt man, das fehlt vielen Menschen und dann verlieren sie ihre Würde. Sie machen viel zu viel mit, weil alle es tun und haben keinen inneren Kompass, ob sie das überhaupt suchen und wollen, was alle tun.
Er sagt, das hängt davon ab, wie wir die ersten neurologischen Prozesse in uns anlegen. Wir lernen schon mit wenig Wochen und Monaten Stimmungen aufnehmen zu Hause oder Spannungen oder Harmonie oder Heiterkeit und danach bilden wir unsere ganze neurologische Verfassung. Und wir lernen, wie wir uns da verhalten müssen. Sie spüren das, ob Kinder jahrelang gewöhnt waren, unter Spannungen sich zu entwickeln oder ob die einfach selbstverständlich sich entwickeln und gar keine Spannungen ausbügeln, zu suchen, probieren. Das merken sie. Steiner weiß schon, warum er das sagt. Das Wichtigste ist schon geschehen, wenn sie die Kinder in die Schule bekommen. Da ist schon sehr viel geschehen, wenn sie neben einem Kind stehen, neben dem Schulbank und dann sagen sie, zeig mal, was du geschrieben hast und dann beißt sie am Kopf und dann ziehen sie den Arm hoch und wollen sich schnell hinterm Ohr kratzen und dann zuckt das Kind zusammen und macht gerade so. Dann merken sie schon, was es gewöhnt ist. Und wenn sie neben einem anderen stehen und sich den Tag am Kopf kratzen, dann denkt das Kind, zuckt überhaupt nicht, dann denkt, den beißt es am Kopf. Verstehen Sie? Das sind so Dinge. Und Hüther schreibt, das führt dann dazu, dass wir im mittleren Teil des Gehirns diese Anlagen verankern, wie wir die Situationen bewältigen, wie wir uns verhalten, wenn jemand weint, wenn die Mama unglücklich ist, oder wie wir uns verhalten, wenn Konflikt und Streit ausbricht. Oder wie wir uns verhalten, wenn wir etwas völlig Neuem konfrontiert sind, mit dem wir nicht zurande kommen. Sie machen ihren Kühlschrank auf und dann springen ihnen zwei junge Hasen entgegen. Verstehen Sie? Was macht man jetzt? Das kann man nicht erziehen. Dafür gibt es keine Didaktik. Dann macht man schnell wieder zu, macht nochmal auf und schaut, ob man richtig erlebt hat. Oder sonst was. Es gibt Leute, die machen einen Kleiderschrank auf und wollen sich ein Hemd rausnehmen und dann sitzt da eine Maus. Das ist geschehen in Basel vor einigen Jahren. Der Mensch hat seine Sprache verloren. Der hat einen Schock gesehen, hat eine Maus im Schrank. Und zwar eine lebendige Maus und dachte, ein Hemd rauszunehmen. Und der war auf das gar nicht gefasst. Er hat sich eben erst gerade von seiner Frau abgenabelt, geht zum Schrank, möchte sich ankleiden, jetzt sieht er eine Maus im Schrank und jetzt ist es endgültig genug. Das müssen Sie jetzt therapeutisch wieder in Ordnung bringen, sowas. Ich meine, es gibt im Hirn des Menschen bestimmte Zonen, da können Sie mehr oder weniger das Kreative einstellen. Wenn etwas völlig Neues kommt, was macht man dann? Was tut man dann? Wenn es brennt, was tut man dann? Geht man nach oben oder nach unten? Nicht wahr? Viele Leute denken, ich muss aufs Dach steigen, weil ich muss vom Feuer flüchten, und denken gar nicht, dass das Feuer steigt. Würden lieber nach unten gehen, aber die denken, ich gehe doch nicht nach unten, es brennt ja sicher nach oben. Wie auch immer. Und dann sagt er, und das führt dazu, dass jeder von uns jeden Tag und jede Nacht, wenn sich diese Prozesse befestigen und verbinden, jeder von uns individuell seine eigene Profilierung erarbeitet, wie er unter all diesen Situationen reagiert. Und jeder ist ihnen anders gewachsen. Und dadurch entsteht Würde, schreibt Gerald Hüther. Würde ist, wenn du einen inneren Kompass hast, worauf du dich einlassen kannst im Leben, einlassen und worauf nicht. Und sagt, das geht dann über ganze Lebensstrecken. Und er nennt das, Sie dürfen nicht erschrecken, es ist jetzt ein Fremdwort, er nennt das Kohärenz. Kohärent sein. Und das heißt stimmig. Die Verhältnisse sind kohärent, sie sind stimmig. Du bist am rechten Ort und kannst dich da entfalten und entwickeln. Das ist kohärent, da wirst du auch nicht krank. Auch dann nicht, wenn du dich überarbeitest. Aber ist es nicht kohärent, musst du dich verbiegen, stehst du in Verhältnissen, die einfach nicht deine sind und du kannst das nicht ändern, dann wirst du krank, früher oder später, oder du willst nicht mehr leben. Und die Würde,
die heißt jetzt in diesem modernen, im neurobiologischen Sinn, weder soziales Verdienst nach Amt und Würde, noch heißt es Menschenrecht, sondern die Würde heißt, du bist kohärent zu dem, was du mitgebracht hast, mit dem darfst du hier leben. Und insofern ist dieser Mann ein Menschheitstherapeut. Er ist wirklich ein Menschheitstherapeut, weil er darauf hinweist, dass er sagt, es gibt einfach Verhältnisse, die kränken die Menschen, die kränken sie. Und alles Bewusstsein und alles soziale Gewissen, und es muss doch gehen und man muss nur wollen und es muss nur gehen, nicht wahr? Kann sie nicht davor schützen, dass die Verhältnisse halt nicht kohärent sind und mit der Zeit ihre Würde leidet. Und weil die Würde leidet, sind sie nicht mehr mit ihren eigenen neurobiologischen Kongressen konkurrent. Und dann beginnen sie zu schlafwandeln in der Nacht und nicht einschlafen können und Verdauungsprobleme bekommen. Er sagt noch etwas ganz Raffiniertes, eine Beobachtung. Es gibt Menschen, kaum können sie gehen, stehen und ein paar Worte sagen, werden sie zum Objekt und werden das Objekt erzieherischer Bemühungen und werden taxiert. Und es ist eine Tragödie, sagt er, dass das in unserer Zeit noch weit unter die Kindergartenstufe hinuntergeht. Schon wirst du taxiert und zertifiziert. Wie ist dein Auffassungsvermögen? Schielst du? Wie ist dein Gehprozess? Wie schreibst du? Wie antwortest du? Wie sprichst du? Wie ist dein Sozialbefinden? Und alles wird aufgegriffen, irgendwo registriert, setzt sich in den Kindergarten fort und neben dir läuft ein Doppelgänger durchs Leben, der deine ganzen Objektbeschreibungen enthält, wie die Leute dich gesehen haben. Das kann so weit gehen, sagt er, dass am Schluss, bloß um davor Ruhe zu haben, die Leute sich extra noch bemühen, dem zu entsprechen, was man ihnen taxiert hat, weil sie nicht noch Anlass werden wollen für noch neuere Bemühungen der Verbesserung. Und dann kommt eine sehr kluge Bemerkung. Kinder können sich dagegen gar nicht wehren. Man sollte deswegen aufhören, mit ihnen ständig etwas zu wollen. Und da sehen Sie, trifft er sich ungewollt und unbemerkt mit Rudolf Steiner, der sagt, Sie haben nur eine Aufgabe, das Harmonisieren des Geistseelischen mit dem Körperleiblichen. Das müssen Sie harmonisieren. Der Rest, der geschieht von innen. Sie dürfen nur nicht zu viel stören. Der Rest kommt von innen. Und das ist Menschenwürde. Und dann bist du würdig. Dann bist du an. Heute heißt Menschenwürde. Du kannst deine vorgeburtliche Existenz weiterleben. Hüther sagt, wir haben ganz viele Probleme. In den Schulen mit Mobbing. In den Spielplätzen mit Vandalismus. In den Ausbildungsstätten mit Zerstörung und mit sozialen Intrigen. Dann in der großen Form der Gesellschaft mit Sucht. Und mit Gewalt, und mit Verbrechen und natürlich mit Krieg. Und eigentlich sind alles gestörte Prozesse auf der Suche nach ihrer Würde. Tief verletzte und gestörte Prozesse. Und das sei der Mechanismus. Da wir keine Tiere sind, die von allein, wie das Pferdchen oder das Pony, das geboren wird, dann davonstachsen, müssen wir uns ja selber eine Methode entwickeln. Und Leute, die ständig zum Objekt werden, sagt er, der Beurteilung und der Behandlung und der Erziehung, die können sich dann nur dadurch schützen und heilen, dass sie so schnell es möglich ist, andere zum Objekt ihres Handelns machen. Sagt er, das ist der Grund, warum heute schon in den Kindergärten gemobbt wird. Es sind oft die, auf denen man am meisten rumtrampelt, die nachher auf den anderen auch rumtrampeln, einfach damit sie das loswerden. Und die Schlaueren von ihnen, sagt der Hüther mit einem zwinkernden Auge, die ziehen sich da noch einigermaßen elegant draus, indem sie einfach anfangen zu sagen, ich bin für die ganze Bildung zu doof. Ich bin einfach zu doof, ich checke überhaupt nichts. Und melden sich dann wie ab. Mich dürft ihr nichts mehr fragen. Ich bin zu doof.
weiß nicht, was aus mir wird. Und das ist manchmal gar nicht das Dümmste. Und es sind vor allem die, die es sagen, nicht die Dümmsten. Denn die schaffen sich dann eine erzieherische Immunhülle. Weil kein Erzieher will dann seine besten Gaben verschwenden an einen, für der so doof ist, dass es keinen Sinn hat. Nicht? Der hat sich eigentlich am schlauesten noch, der hat sich am schlauesten aus der Affäre gezogen und gesagt, mit mir hat das überhaupt keinen Sinn. Das ist eben das, was bei mir im Physikunterricht leider Gottes passiert ist. Nicht? Aber wenigstens das hat gespielt. Und das hat die Folge, dass du irgendwo unbeschwert dich selber bleiben kannst. Das ist die Folge. Und hier spüren Sie jetzt zum Schluss, dass es nie um ein Entweder-Oder geht. In keinem anthroposophischen Kontext kommen Sie mit Entweder-Oder weiter. Ist wichtiger der Inkarnationsprozess im Leib? Oder ist wichtiger die Bewahrung der Würde des Geistseelischen? Das ist schon eine falsch gestellte Frage, weil keines wichtiger ist als das andere. Das Richtige ist, wenn man sagt, das eine muss mit dem anderen in eine gute Beziehung kommen. Und was in dir entscheidend ist, was ist jetzt wichtiger? Folgen müssen oder Freiheit? Auch das ist ein Prozess. Auch den kann man nicht mit Ja oder Nein, mit Entweder oder behandeln. Da geht es jetzt darum. Das kannst du nur lösen im Verbund mit anderen. Dieser Rudolf Steiner, verehrte Freunde, sagen wir das noch zum Schluss, jetzt haben wir bald eine Stunde erfüllt. Dieser Rudolf Steiner, der hatte ja nicht damit seine Laufbahn begonnen, dass er sich Gedanken gemacht hat, wie man Wände lasiert oder wie man mit Flöten mit 5 Löchern musiziert. Nicht wahr? Das kam erst etwas später. Das war ein Mensch, der sich mit der Freiheit auseinandergesetzt hat. Seine Dissertation schon behandelte die Frage, wann handelt der Mensch frei? Wann handelt er unter Bewahrung seiner Würde? Und er kam, je älter er wurde, davon ab, die Freiheit nur philosophisch zu definieren. Das ist wichtig wahrzunehmen. Zuerst hieß es noch mit 30 Jahren Leben, Liebe zum Leben und Leben lassen die anderen. Das ist Freiheit. Das genügte ihm aber nicht mehr nach 25 Jahren. Leben und Leben lassen, das ist zu locker. Und dann hat er das gesteigert. Und hat den ganz wichtigen Gesichtspunkt, der für die Würde so bedeutend ist, dazu gesetzt. Leben in der Liebe zum Handel. Und die Würdigung des Handelns der anderen. Nicht bloß leben lassen. Beziehung, Freundschaft, Vertrauen, Liebe stellt sich nicht ein, wenn man einfach sagt, ich lass dich leben, mach was du willst. Sondern wenn ich mich bemühe, das andere Wollen zu verstehen. Leben lassen im Bemühen des fremden Wollens. Als es dann darum ging, eine Institution zu begründen, wo wirklich es alles darauf ankommt, dass es eine Gemeinschaft, eine kollegiale Gemeinschaft ist für die Schule, hat er es nochmal gesteigert. Hat gesagt, da braucht es Heilprozesse. Heilsam heißt es dann in der dritten Stufe seiner Freiheitsbetrachtung, wenn in der Gemeinschaft sich spiegelt der Einzelseele Kraft und wenn in dem Einzelnen die Gemeinschaft sich spiegeln kann. Und das ist heilsam. Es kommt etwas ganz Wichtiges noch dazu, nicht das Entweder-Oder, Leben oder Leben lassen. Auch nicht bloß Liebe zum Handeln und Verständnis des fremden Wollens, sondern in diesem Bemühen heilen. Wir sind halt in Gottes Namen auf der Welt, um zu heilen. Es sind Beschädigungen da bei einem dieser vier. Die äußere Welt ist beschädigt, die Menschen sind beschädigt, die Seelen sind beschädigt und die Geister können sich darin kaum wiedererkennen.
Das ist die Situation. Trotzdem sind wir da. Und wir müssen uns bemühen, merkurial, heilsam, pfleglich miteinander umzugehen. Das ist auch Rudolf Steiner deutlich geworden. Es ist immer sehr gefährlich, wenn man mit Rudolf Steiners einzelnen Aussagen arbeitet. Es ist viel fruchtbarer, wenn man sieht, wie sich eine Aussage so über die Jahrzehnte mit den Verhältnissen zusammenfügt, was dann geschieht. Dann sieht man oft, das hat er zwar schon gesagt, aber 10 Jahre später hat er es ganz anders gesagt. Und nochmal 10 Jahre später hat er den Schwerpunkt woanders gelegt. Würde ist, wenn ich dir zugestehe, dass wir heilsam, pfleglich miteinander umgehen wollen. Und dass ich probiere zu verstehen, was für dich kohärent ist. Und dass du mich spüren lässt, wann ich für dich kohärent bin. Und dann können wir heilsam, pfleglich weiterleben miteinander. Wir müssen deswegen nicht das gleiche Leben leben und nicht der gleichen Meinung sein. Wir müssen nicht alles gleich machen. Aber wir müssen spüren, bei mir kannst du andocken, was du auch machst. Ich denke schon, dass ich mit der Zeit verstehe, warum du bist, wie du bist. Das wäre schön. Das wäre was Wunderbares, sehen Sie. Und dann wirkt, da machen wir morgen weiter, um 10. Da wirkt dann das, was das Weisheitselement ist in der Anthroposophie. Morgiges Thema ist die Anthroposophie als die Suche nach der Sophia, die Weisheit. Das ist, wird uns morgen beschäftigen, nebst Dante, natürlich. Haben Sie Fragen? Wir haben noch genug Zeit. Es ist kein Hauswart da, der einfach das Licht jetzt abdreht. Es ist nicht wie am Elternabend. Wir können gut noch einen Moment etwas vertiefen. Bemerkungen, Beobachtungen. Großen Dank. Ja, das ist sehr, sehr gern geschehen, natürlich. Ja, es ist ja ein Geschenk, wenn man so ein Thema einmal bedenkt und dann feststellt, das ist wie mit einem Holzstab und einer Zuckerwatte. Das reichert sich immer mehr an. Verstehen Sie? Dann merkt man erst, was da alles drin verborgen ist. Menschenwürde ist viel mehr als ein UNO-Paragraph. Aber es ist schon so. Es ist auch hier keine pathetische Überschätzung. In bestimmte Tiefen des Betrachtens kommen Sie ohne Anthroposophie eigentlich nicht. Ist einfach so. Man plätschert dann immer an der Oberfläche, nicht wahr? Aber Sie müssen, um bestimmte Dinge auf den Boden bringen zu können, halt das Geistige mit einbeziehen, das Nicht-Sichtbare und das Übersinnliche. Und reden Sie nur drum herum, dann kommen Sie nicht auf den Boden. Also angefangen haben wir mit diesen geschichtlichen jetzigen Verhältnissen. Weitergemacht haben wir mit, wie hat Rudolf Steiner seine Lehrerbildung grundiert. Wir haben einige Ausblicke gemacht, mehr ins pathologisch-psychiatrische, dann mehr ins psychologische mit der Würde. Dann sind wir wieder zurückgekommen auf die Hauptschiene und haben die modernsten Forschungen Hüters mit einbezogen. Und der sagt, Würde, das ist letztlich kein Rechtsstatus, sondern das ist innere Kohärenz mit dem Leben, das du lebst. Kompass. Und am Schluss von seinem Buch, das habe ich Ihnen gar nicht erzählt, weil ich hoffe, dass Sie es ja selber lesen, sagte, hat einer diesen Kompass gefunden, dann wird er nicht leicht Kleider kaufen, die nichts wert sind. Weil er denkt, das ist vielleicht gar nicht würdig, wenn ich das noch unterstütze mit meinem Einkaufsgeld, was da in Shanghai oder wo für kriminelle Vorgänge sind, damit dieses T-Shirt zustande gekommen ist. Da will ich lieber nichts damit zu tun haben. Das sagt, der ist davon geschützt. Und er wird nicht mehr so schnell traurig werden, wenn er merkt, dass er nicht mit allem konform ist. Das ist schon ein großer Trost. Ja, das waren unsere Gedanken. Bitte, Madame.
Ja, also es kommt ja oft dieser Satz vor, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, ja. Wie geht man mit dem wirklich um? Also das ist so eine Floskel, ja? Nein, das ist eine UNO-Statute. Ja, aber es wird so verwendet. Ja, ja, es ist auch wahr. Nur ist die Frage, was Sie darunter verstehen. Verstehen Sie? Man wollte damit sagen, niemand hat das Recht, in deine Privatsphäre zu schnüffeln und zu schauen, was du liest oder was du isst, was auf den Tisch kommt oder wohin du betest. Und das ist eigentlich auch richtig. Aber es ist nicht alles. Man muss fragen, und das haben wir jetzt gemacht, sie ist nicht nur unantastbar, sondern sie ist außerdem etwas Heiliges, was der Mensch mitbringt. Und dass man heilsam miteinander umgeht, ist, weil man das heiligt aneinander. Aber juristisch ist das schwer zu definieren. So können Sie es in die UNO-Satzung nicht schreiben. Darum braucht das jetzt wieder ein paar Jahrzehnte, bis sich das inkarniert als Idee. Die Französische Revolution hat auch die Menschenrechte definiert und sie sind heute noch nicht gang und gäbe. Es braucht Zeit. Die haben ja nur für die Männer gegolten, ja? Ja. Für die Frauen, die waren ja überhaupt unter ferner Liefen. Ja? So ist es, ja. Die Olympe de Gouges hat dieselben Rechte vertreten für die Männer, weil sie gesagt hat, wir sind genauso Menschen. Und also die haben es auch auf die Guillotine geschickt. Ja, stellen Sie sich vor. Ja. Sie haben völlig recht. Und wir holen das jetzt heute ein. Heute ist das auf die Oberfläche gekommen. Aber das hat 250 Jahre gedauert. Und bis es für die Kinder gilt. Verstehen Sie? Zum Beispiel für die Millionen Kinder, die einfach an Hunger sterben. Was ist denn das? Das ist nicht recht, das ist nicht würdig und es geschieht. Und dafür demonstriert kein Mensch weltweit weit und weit. Es geschieht einfach jeden Tag. Und wir leben immer weiter. Das ist auch so ein Punkt. Da brauchen wir noch Jahrzehnte bis Jahrhunderte, bis das Menschheitsgewissen wirklich alle mitnimmt. Tja. Madame? Die Würde bei dem Wort Pflichtimpfung, was macht man da? Was man da macht? Ja. Man muss in sich hineinhorchen. Ich bin nicht gekommen, um Ihnen zu sagen, wie Sie mit Ihrem Vaterstaat umgehen sollen. Ja. Das muss man versuchen zu leben. Und dann merken Sie auch, für sich allein geht das gar nicht. Sie sind nicht allein auf der Welt. Sie sind mit anderen zusammen und Sie müssen sich abstimmen, sonst müssen Sie auswandern. Auch in der Schweiz. Und das ist wieder was anderes, nicht wahr? Es gibt die großen Postulate mit den großen Gesichtszügen und dann gibt es das Klein-Klein der täglichen Politik. Natürlich. Können Sie auch im Treppenhaus sagen. Würde des Menschen ist unantastbar, wenn einer jeden Tag mit Lehmschuhen meine Treppe versaut. Da geht das an meine Würde und an seine auch. Und dann werde ich ihm irgendwann mal was Unwürdiges vor die Tür legen. Verstehen Sie? Das ist das tägliche Klein-Klein, bevor ich noch zu Gericht gehe. Denn der Teufel steckt immer im Detail, nicht in den großen Fragen. Und man spricht und schreibt viel von gespaltener Gesellschaft. Und mir scheint manchmal, das wird dadurch auch herbeigeredet. Man will dadurch unbedingt, dass du dich für eine der Seiten entscheidest. Und dann müssen Sie das immer weiter behaupten, weil Sie mal diese Position eingenommen haben. Und das ist auch nicht frei. Lindenberg hat gesagt, manche Menschen verteidigen einen Standpunkt, obwohl sie längst nicht mal von überzeugt sind von ihm, aber weil sie ihn halt einmal eingenommen haben, bleiben sie dabei. Sonst sagt man, du verlierst dein Gesicht, nicht wahr? Aber das ist in der Anthroposophie das Großartige. Dass ja Rudolf Steiner, ich glaube wirklich als erster darauf hingewiesen hat, dass die Wahrheit nie in einem Entweder-Oder sich entschließt, sondern in einem täglich, stündlich zu gewinnenden Gleichgewicht. Und Gleichgewicht ist dann eines, wenn man es verlieren kann, leicht. Gleichgewicht ist nicht einfach Ruheschaltung, sondern das ist das Abwägen und das ist das Freiheitsmotiv dazwischen.
Verstehen Sie? Und das müssen wir jetzt lernen. So ist es mit der Klimafrage, so ist es mit der Atomfrage, so ist es mit allem. Dass Sie sehr leicht eine Position einnehmen und dann überholen Sie die Verhältnisse. Schauen Sie mal, was wir für eine verrückte Zeit sind. Jetzt hat man 30 Jahre lang mit aller Kraft versucht, die Nuklearenergie wegzuschaffen. Und jetzt kommt durch Klima- und Kriegszwänge die durch die Hintertür wieder rein. Und wir sehen, wir sind einfach noch nicht weit genug, dass wir mit unseren Idealen Schritt halten können. Kann man Sie fragen, bist du jetzt dafür oder dagegen? Darum geht es gar nicht. Darum geht es nicht. Meine Tochter hat einen herrlichen Schnitzelbank gemacht. Wir haben in Basel Fasnacht gehabt. Und da war, wir machen so Verse. Und da ging es bei einem dieser Schnitzelbank-Verse ging's um Freiheit. Die hat den Hegel eingebracht. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen. Ein Bänkelsänger sang, der schließt mit dem Satz: Freiheit, hat der Hegel gesagt, ist Einsicht in die Notwendigkeit. Und das heißt auf Reichsdeutsch: Freiheit, hat der Hegel gesagt, ist Einsicht in Notwendigkeit. Ist großartig. Dann ist gar nicht mehr die Frage, wer Recht hat. Das ständige Recht behalten wollen, ist ein Krebsgeschwür. Sie müssen sagen, es gibt einfach Situationen, da muss die Einsicht ins Notwendige verlangt von dir ein Umdenken. Und dann ist nicht mehr die Frage, wer Recht hat. Und alle die, die sie polarisieren wollen, sind immer nur die, die im Grunde die Wirklichkeit der lebendigen Wirklichkeit ständig verzerren wollen. Man darf da nicht mitspielen. Zu diesem Entweder-Oder sage ich jetzt als Musiker meine Lieblingsgeschichte. Die habe ich Ihnen aber schon vor 3 Jahren erzählt, aber ich erzähle sie in 3 Jahren wieder. Richard Wagner, das war ja eine ganz besondere Nummer unter den Künstlern. Und eines Tages erschien ein Journalist bei Wagner und hat gesagt: Meister, jetzt müssen Sie uns sagen, ob Sie auch der Meinung sind, dass der Mensch vom Affen abstamme oder nicht. Das möchten wir jetzt von Ihnen hören. Und Wagner, der im Kern seiner Seele eher anthroposophisch war, ist darauf nicht hineingefallen. Er hat gesagt: Warum fragen Sie mich das? Ich bin Komponist. Woher soll ich wissen, ob der Mensch von Affen abstammt? Aber eins will ich Ihnen sagen, meine Sorge ist groß, dass er in ganz kurzer Zeit jetzt zum Affen zurückfällt. Das war genial. Und dann wissen Sie, warum er es gesagt hat? Weil er in demselben Jahr einen Verein gegründet hatte, Wagner, als erster Mensch in Europa gegen Lebendtierversuche. Der erste Verein gegen Vivisektion war durch Richard Wagner begründet worden. Und er nannte dort die Naturwissenschaftler, die Lebendtierversuche machen, die nannte er Affen der Wissenschaft, die erfolglos auf dem Baum der Erkenntnis herumklettern. Das ist doch großartig, nicht wahr? Sie wissen, in meinen Vorträgen, einmal kommt immer Wagner vor. Das war's jetzt und damit können wir schließen. Kommen Sie gut nach Hause.